Liebe Genossinnen und Genossen, wie schon gesagt, der schriftliche Bericht liegt vor. Mein Auftrag ist es, ihn mündlich zu ergänzen. Und da bitte ich um Verständnis, wenn wir dabei gemäß unserer Lebenserfahrungen und Betrachtungen etwas kritischer als manche andere Bewertungen sind. Ende April haben wir mit den Vorsitzenden über die Situation in der Partei und über die Parteitagsvorbereitung gesprochen. Bernd hob besonders hervor, dass die Partei nicht schlecht geredet werden dürfe. Wer unseren Bericht mit Aufmerksamkeit gelesen hat, findet darin unsere Verbundenheit mit der Partei und ihren Mitgliedern. Wenn eigene kritische, konstruktive Betrachtungen schlecht geredet heißen sollten, dann ist es schwer, Erneuerung und Entwicklung der Partei voranzubringen. Wir möchten uns auf dem Parteitag bei großen Teilen der Mitgliedschaft für gewachsenes Vertrauen und Zuspruch zum Ältestenrat bedanken. Der Ältestenrat sieht sich in Mitverantwortung für die Gesamtheit der Partei und nicht als Puffer zwischen Führungskräften und der Mitgliedschaft. Der neue Vorstand wird auch den Vorsitzenden und die Mitglieder des Ältestenrates neu zu berufen haben. Um unser Engagement für die Weiterentwicklung und Erneuerung der Partei deutlich zu machen, beziehen wir uns auf einen Brief, den uns Genossen der Basisorganisation der Universität Potsdam, also nicht die Älteren aus einer Ecke in Mecklenburg, sondern die jungen Akademiker der Uni in Potsdam. Sie schreiben: Wir sind in großer Sorge, was den Zustand unserer Partei betrifft. Wir meinen, dass unterschiedliche Antworten auf die politischen Herausforderungen unserer Zeit für eine sozialistische Partei wichtig sind, aber sie müssen in der Partei sachlich und auf der Basis gründlicher Analysen beraten und beschlossen werden. An den Beschlüssen haben sich dann alle zu halten. In diesem Zusammenhang halten wir eine stärkere Einbeziehung der Parteibasis und ihrer Erfahrungen und Einsichten in die örtlichen Gelegenheiten für nötig und sehr hilfreich. Wir brauchen mehr sachliche und kameradschaftliche Zusammenarbeit von Vorstand der Partei, auch mit der Fraktion. Ja, diese Sorge teilen wir. Ein paar wenige Bemerkungen, die Zeit lässt nicht mehr zu. Wir deuten die gegenwärtigen Umbrüche in der liberalen Weltordnung der Nachkriegszeit als eine historische Zäsur. Das gilt gerade für die Bundesrepublik Deutschland und für die Europäische Union. Zwei Phasen einer Nachkriegszeit, die von 1945 bis 1991 zum Ende des Realsozialismus und dem Zerfall der Sowjetunion und die von 1991 bis 2017, in der das vereinte Deutschland zur stärksten Wirtschaftsmacht Europa wurde und sich auf die stärkste europäische Militärmacht orientiert, liegen hinter uns. Das 2+4-Abkommen ist zerfallen, die NATO ist nach Osten erweitert und hat Russland zum Feind erklärt. Das ist die neue Lage, die entstanden ist. Trump erklärt seinen Protektionismus der USA, nicht zuletzt mit der Abwehr des Exportweltmeisters Deutschland. Von Freund kann also nicht die Rede sein.
Im Grunde geht es um die Neuverteilung der globalen Märkte im Interesse der Monopole und die Festigung des Dollars. Ständig werden weltweit Interessenskonflikte ausgelöst, die Diplomatie versagt und die NATO fordert schnell wachsende militärische Ausgaben, um noch kriegsfähiger zu sein. Imperiale Interessen lassen keinen Raum für Vertrauensbildung und Konfliktlösung. Der Kalte Krieg geht mit neuen Elementen weiter. Beim Reden über deutsche Verantwortung entsteht auch eine Revision des Geschichtsbildes. Die Schuld des deutschen Faschismus soll nicht länger aktuelle Verantwortung belasten. Was Gauck mit Zurückhaltung ausdrückte, spricht Gauweiler heute brutal und offen aus. Der gewonnene Kalte Krieg soll seine Sieger küren und den beigetretenen Unrechtsstaat politisch und juristisch weiter unter Kontrolle stellen. Selbst bis in akademische Bereiche und zum Beispiel die Verwaltungsstellen des Deutschen Bundestages sind bald 3 Jahrzehnte nach dem Beitritt, die mit ostdeutschen Biografien geradezu verfemte. Nur weniger als 5% sind in dem Gebäude der Lehrkörper deutscher Universitäten mit Ostbiografien und nicht mal ganz 2% ist das Gerüst, das die Verwaltung des Deutschen Bundestages trägt, wenn es um Ostbiografien geht. Der Parteitag sollte der Parteiführung und der Fraktion den Auftrag erteilen, ein linkes Zukunftsprogramm Ost wirklich tief auszulösen und in das politische und rechtliche Geschehen hineintragen. Ich weiß, worüber ich rede. Ich bin der Kläger gegen die Bundesrepublik Deutschland, die über 6 Jahrzehnte meines Lebens, die Hälfte als Bürger der DDR, die andere Hälfte als Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland mit Mandat im Bundestag und im Europäischen Parlament immer überwacht und in Akten festgehalten hat. So sieht Demokratie aus. Was vorher schon in Polen, Ungarn, Frankreich und anderswo geschehen ist, Elemente faschistischer Haltungen und Handlungen, siehe NSU, wurden verdeckt und tiefschwarze Elemente sitzen nun in Kommunen, im Bundestag und in Landesparlamenten. Das gilt für Ost- und für Westdeutschland und zeigt die Gefährlichkeit der Umbrüche in Massenstimmungen unter Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Da stellt sich doch die Frage nach historischer Verantwortung und dem Platz einer sozialistischen Linken in der Gesellschaft. Da sollten im Parteigeschehen Entstellungen, Unterstellungen aus dem Vorfeld des Parteitages nach Leipzig keinen Platz mehr haben. Die Partei Die Linke bewahrt doch nur dann ihre Chancen, wenn sie alle Linke erreicht, diesen Kreis erweitert und bewegt und sich in und mit einem solchen Prozess selbst wirkungsvoll stärkt. Legen wir die Zankapfel zur Seite und hören auf mit Selbstdarstellungen anderen gegen andere zu reden. Da hilft auch, das will ich deutlich sagen, die Rhetorik eines Advokaten nicht. Das Wort von einer Göttin gehört in keinem unserer Munde.
ob es zur Gründung einer Partei des demokratischen Sozialismus, der PDR, es kommen sollte, hat sich in der Nacht vom 6. zum 7. Dezember 1989 auf dem außerordentlichen Parteitag der SED entschieden. Nicht zuletzt ein Appell an alle Delegierten hat das bewirkt. Die Gründer der Partei Die Linke sind zahlreich. Sie wurden und werden berechtigt, gelobt oder geadelt, aber leider auch beschimpft und manchmal sogar verleumdet. Es geht hier nicht um Namen und um Verdienste. Es geht kurz und klar gesagt um die gemeinsame Zukunft, um Platz und Stärke einer sozialistischen Linken in Deutschland und in Europa. Mit dem Mandat des als Delegierten des Parteitages seid ihr, die ihr hier gestern, heute und morgen zu beraten habt, auch die Verantwortungsträger für die gesamte Partei und alle Beschlüsse und Wahlen, um die es hier geht, liegen mit in dieser, in eurer Verantwortung, damit eine starke linke sozialistische Partei auch eine starke Ausstrahlung erreichen kann. Vom Klassenpolitik zu sprechen, klingt gut. Aber der Klassenkampf von oben gegen unten wird mit größerer Schärfe geführt als bisher der Klassenkampf von unten gegen den von oben sich entfaltet und geführt wird. Ein Marx-Bild 200 ist nicht schlecht. Noch besser ist, mit der Marx'schen Methode die reale Welt und ihre Veränderung willen wirklich gründlich zu analysieren und nicht zu Marx zurück, sondern mit Marx auch in revolutionäre Kämpfe der Zeit zu gehen, ist die Herausforderung. Wählen wir also eine Führung der Partei, die sich auf die Höhe der Zeit und deren Herausforderung für Frieden, soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde im Sinne des geistigen Erbes von Karl Marx befindet und in dieser Weise auch wirksam ist. Vielen Dank, Hans.